Ja, hallo, heute möchte ich euch den Shesty vorstellen, ein Brustgurt für die GoPro. Geliefert wird er in einen praktischen Aufbewahrungsbeutel. Und so sieht er dann aus. Ja, angelegt wird er ganz normal wie eine Weste oder Jacke. Mit praktischem Verschluss. Hier kann er dann auch nochmal justiert werden, je nachdem, wie hoch man ihn haben möchte. Wieder an der Brust oder am Bauch. Und hinten sieht er dann so aus. Sitzt sehr gut und merkt man kaum. Ja, befestigt wird die GoPro an der Platte mit dem Schnellverschluss von GoPro. Ich benutze den großen. Von oben rein. Die Kamera rauf, die große Schraube, und sitzt bombenfest und macht super Aufnahmen. Also es ist ein schöner Blickwinkel und vor allem hat man beide Hände frei. Der Gurt selber stört auch nicht. Also ich kann den Gurt nur empfehlen. Zwar ein bisschen teuer, aber es lohnt sich schon, da man eben halt beide Hände frei hat und selbst beim Fahrradfahren kann man ihn benutzen. Dann sieht man den Lenker ein wenig. Oder beim Snowboard oder Skifahren hat man die Kamera sicher vor der Brust, man sieht die Kamera auch, man sieht, ob man selber noch aufnimmt. Man sieht also die roten Lampen leuchten, was ja auf dem Helm oben immer nicht so ist. Da kann man nicht so kontrollieren, ist sie noch an, sind die Batterien noch voll. Von daher finde ich das sehr praktisch, den Gurt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir in den Kommentaren reinschreiben, was ich noch verbessern kann. Tipps, Anregungen und hoffentlich abonniert ihr mich. Bis dahin, tschüss.